Aufatmen bei Sportbegeisterten, denn in Berlin darf wieder im Fitnessstudio trainiert werden. In der Hauptstadt sind umfangreiche Öffnungsschritte in Kraft getreten. Unter anderem Fitnessstudios dürfen ihre Türen wieder öffnen, natürlich Corona-konform. Ist relativ gemächlich, ja. Die Auflagen sind natürlich irgendwie nach dem ersten Lockdown ein bisschen geordneter, habe ich das Gefühl, weil wir uns danach vorbereiten konnten, was jetzt auf uns zukommt. 1,5 Meter Abstand, es gibt Begrenzungen in der Kursbesetzung. Man muss sich anmelden über unsere App, damit man einen Termin buchen kann. Und wie gesagt, noch ist der Pool nicht offen, noch sind die Saunen nicht offen, aber Duschen und Umkleiden sind offen. Aber ich denke mal, mit der Erfahrung aus dem letzten Lockdown werden diese Maßnahmen ziemlich schnell aufgehoben werden. Trotz all der Hygienemaßnahmen ist bei Sportlern die Freude groß, dass das Training an den Geräten wieder möglich ist. Ich habe mich so doll gefreut. Ich habe die Tage gezählt, konnte fast nicht schlafen und war heute Morgen schon super aufgeregt und bin durch die Wohnung gehüpft. Endlich keine Pamela Reif-Videos mehr und die Matte zu Hause. Und ich hoffe, es geht auch nie wieder in den Lockdown, sodass es hier auch bleibt. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich wieder trainieren darf, also Winterspeck abbauen und auch so Alltagsstress abbauen. Ich habe es extrem vermisst, weil ich habe zusätzlich noch Berufsverbot die ganze Zeit gehabt und unheimlich Langeweile zu Hause. Und deswegen, das ist für mich jetzt wirklich ein großer Schritt wieder ins Leben zurück. In Berlin ist die 7-Tage-Inzidenz zuletzt auf unter 30 gesunken.